Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team Rüdiger antreten, um Rüdiger zu treten. Problem, dabei steht ihnen Rüdiger gnadenlos im Weg. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Hier sind vier Kandidaten wieder, die alle der Meinung sind, Rüdiger besiegen zu können. Warum sind Sie dieser Meinung? Wir fragen Sie am besten direkt mal selbst. Hallo, ich bin ein Jäger und ich hasse es, wenn ich den Spieß umdrehe. Und deswegen werde ich gejagt. Sehr, in alle PR. Moin, ich bin Josef Akiel. Hier. Hallo, mein Name ist Beate Eckert-Dosedahl und ich möchte dem Jäger nur sagen, wer sehr tief sitzt, kann hochfallen. Rüdiger, Anja, Josef und Beate, das ist unser Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied fliegt raus. Eins gegen eins. Wer gewinnt, ist fliegt raus. Wer verliert, fliegt raus. Beginnen wird heute Abend der Jäger. Na, guten Abend, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Hallo. Schön, dass du da bist. Was machst du beruflich? Wo kommst du her? Erzähl uns was über dich. Das ist aber perfekt für heute Abend. Ja. Würde ich sagen, weil dann weißt du ja auch von allem irgendwie ein bisschen. Na gut, dann wollen wir erstmal deine Runde spielen. Die Zeit startet jetzt. Wie oft kommt der Buchstabe L in dem Wort Walnuss vor? Deutschland. Feuerstein. Das Dienstfahrzeug welches deutschen Präsidenten hat ein Nummernschild mit der Sondernummer 11? 2-2. 11. 2-2. 11. Deutschland. Das fand ich stark. Bist du zufrieden? Hier kommt Rüdiger. Here comes the. Wie viel gibt's im ersten Duell heute? Ja, wenn Sie abziehen müssen, muss ich natürlich auch abziehen. Es bleiben daher nur noch 1 Euro. Jetzt fange ich erst mit 12 Euro an. Bravo, das ist ja anständig fürs erste Angebot. Ich drücke dir die Daumen. Hau rein, genieß es. Die Jagd beginnt. Erste Frage kommt. Was findet man nur im weiblichen menschlichen Körper? A. Terminator. B. Bibliothekar. C. Michael Jackson. Was hast du genommen? C. Was ist das? Jo, Pfefferbeißer. Was ist die richtige Antwort? Ja, super. Was sagt Sebastian Klussmann? Ach, wie schade, ey. Letzte, aber da musst du erst mal hinkommen. Ja, hat mich gefreut. Grüße nach Münster. Tschüss, Anja, weiter geht's. Anja, guten Abend. Für dich, eine Minute für dich erstmal. Leg ordentlich vor. Ich hab Bock. Gut. Dann auf geht's und die Zeit startet jetzt. Ballerinaschuhe haben eine sehr dünne, flache. So. Welches lateinische Wort mit T am Anfang ist ein medizinischer Begriff? Oh. 2,5. Ja. So, okay. Ja, hier kommt Rüdiger. Here comes the. Y'all don't really want it like. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like. Here comes the. Here comes the. Ich hoffe, Sie haben sich was gebrochen. Welchen König bringt der Fährmann Schasch über die Todeswasser zum unsterblichen Schisch? A. Sas. B. Sis. C. Salulas. Das ist ja mal eine. Einfach mal eine locker zu lesende erste Frage. Was hast du genommen? Ich habe mich für Trash entschieden. Was ist die richtige Antwort? Gut, was sagt der Jäger? Komm, ab ins Finale mit dir. Bravo! Yusuf, komm! Hallo Yusuf, herzlich willkommen. Moin. Tschüss Yusuf, Beate, komm. Beate, herzlich willkommen. Also du könntest sein. Das ist in Ordnung, machst dir bequem. Eine Minute, viele. Wir wollen schon mal eine schöne Summe da ins Duell bringen, okay? In welcher Stadt kam Wolfgang Amadeus Mozart zur Welt? 2000. Immerhin. Hier kommt Rüdiger. Jawohl, wir spielen um 4 Euro. Klasse. 2 Minuten lang kriegt ihr jetzt Fragen. Ihr habt euch einen Umschlag ausgesucht. Wird jemand verspottet, zieht man ihn redensartig durch welche Schoko... Kaka. Auf welchem Kontinent hat die Hunderasse G.E. ihren Ursprung?
Weiter. Welches Wort bezeichnet Abfälle aus Metall und unbrauchbares Zeug? Schrott auch. 9 Punkte sind es. Und zum letzten Mal heute Abend, hier kommt Rüdiger. 2 Minuten für den Jäger. Sein Umschlag wird gespielt. Welcher Franzose schrieb die Theaterstücke Rüdiger? Und Pamela Giraud. So. Ja, damit ist es gerippt hier. Anja, Beate, danke fürs Spielen. Und tschüss.